Das ist das schwule Traumpaar aus Verbotene Liebe. Besonders passend fanden die beiden Schauspieler Tore Schölermann und Jo Weil den Rahmen der Gala. Es ist einerseits natürlich Spaß haben, feiern und trotzdem das Ganze kombiniert mit einer Message, wie hier heute Abend, dass wir sagen, hey, das Thema AIDS, das ist da, das darf nicht vergessen werden, es gibt unglaublich viele Neuinfektionen, darüber muss gesprochen werden. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Leute denken, das ist gerade nicht mehr so schlimm, aber es ist schlimm wie eh und je, also sollte jeder versuchen, es wie er kann zu unterstützen, deshalb sind wir hier. Ich finde es eine coole Sache, weil es eine gute Mischung ist aus Spaß haben, aber trotzdem ist eine politische Message dahinter und das finde ich gut. Das ist mein erster. 3 Jahre in Köln, noch nie auf dem CSD. Ich bin absolut jungfräulich und heute dabei und bis jetzt sehr bunt, fröhlich und ja, ich bin gespannt, was passiert. Wir sehen da groß auf dem Wagen auch die Punkte auf jeden Fall. Aber nicht zu vergessen, all die Ehrenamtlichen. Die Organisation, das gemacht hat, dass sich irgendwie alle Leute auf die Beine gestellt hat. Aber es sind relativ viele Leute gekommen, die